Hallo mein Lieben und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Runde Gas Station Simulator. Ihr habt es gerade eben gesehen, Errungenschaft freigeschaltet. Es ist ja ein neues Update rausgekommen, dass wir nacheinander uns ein paar, ja, wie soll ich das sagen, ein paar neue Achievements bereitet hatten. Dann haben wir jetzt haben wir eine Angestellte ein bisschen trainiert, dass die in ihren Skills ein bisschen vorankommt und so weiter und so fort. Und haben die Tankstelle aufgewertet, das haben wir in der letzten Folge gemacht. Und es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, auch mal diese Angestellte so ein bisschen zu interviewen. Schaut mal, Aufgabenliste, Bezahlung, Angestellten entlassen, das mischt man nicht. Ich sag mal, wir schließen mal und die dafür mal fröhlich kassieren. Das Wichtige ist dran, unsere Charlotte, unsere neue, die wächst in ihren Skills immer mehr, je mehr die eine Aufgabe macht. Jetzt weiß ich nicht genau. Es ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst, wie es hier aussieht. Es ist nicht. Wisst ihr, die Papierkörper sind leer. Und es parkt halt trotzdem ein Fisch hier. Das ist. Naja. Was hast du? Tanken, Tankstelle. Bediene die Kasse, natürlich. Ah, jetzt geht's los. Okay, alles da. Ach, die müssen wir es wieder neu zuweisen, oder? Nein! Schaut mal, es kommt wieder dieser Bus. Schaut mal. Ah, es ist genial. Viel Spaß beim Kassieren. Du machst heute Überstunden, Charlotte. Das sage ich dir gleich. Geben wir Gas. Mega, sehr schön. Es ist doch einfach nur genial, oder? Die laufen dann hier einfach mal durch. Und hier hat schon jemand was genommen. Komm, komm, beweg dich. Komm, mach schneller, mach schneller, mach schneller. Hoffentlich kassiert ihr auch richtig ab. Schaut mal, hier wird schon der Mülleimer wird ja schon voll. Haben wir wirklich das Schlüsselregal aufgehängt? Haben wir wirklich die Bilder aufgehängt? Na, irgendwas gibt's wie immer nicht. Zigaretten hätten wir noch, das hätten wir auch noch. Aber diese Bilder, also das ist reichlich unbekannt hier. Kenne ich nicht so wirklich. Was ist das? So. Schaut euch an. Moin. Wie sieht's denn aus? Spiegel haben wir noch da. Ja, Sprit ist auch noch weiter da. Lack ist auch noch da. Bisschen Öl ist noch da. Reifen sind da. Gut, mein Freund. Also, hoch mit dem Ding. Ich schätze schon, dass hier in der Reparatur auf jeden Fall gemacht werden muss. Und zwar schaut mal hier vorne, der Reifen, der ist mit dichtig, ne? Der ist weg. Es sieht aus, wie wenn der gerade die Bremse mit abmontiert hat. So, was setzt denn noch? Oh ja. Lackstift. Oh, schaut euch das an. Schaut euch das bitte an. So, was hätten wir noch? Öl. Wir bräuchten auf jeden Fall Öl. Alte LMP zum Gießen. Fertig. Passt. Sehr schön. 8% für Level 5. Da haben wir aber nicht viel Umsatz gemacht bei diesen Leuten. Ich glaube, das sollten wir vielleicht das nächste Mal selber abkassieren, oder? Oder das dauert jetzt eben so lange, weil wir sind schon Level 5. Also, ne, das dauert schon. Ich habe jetzt zum Level 6, dauert es bestimmt schon eine Ewigkeit. Der Bus ist wieder abgerückt. Die nächste ist hier. Ah, sie kassiert schon. Sie kassiert immer noch ab. Das finde ich richtig gut. Schauen wir mal weiter hier rein. Und ich denke, wir sollten dann auf jeden Fall mal wieder was nachbestellen. Besen. Sieht sehr schön aus. Ja. Gut, das sind dann im Prinzip die erweiterten oder die erweiterbaren WCs. Das finde ich ja richtig geil. Schaut mal, ich glaube, das ist ihre Ausdauer, so wie das aussieht. Schaut bitte, wie das hier aussieht. Schaut bitte einfach, wie das hier aussieht. Wie lump. Ey, die. Wir halten hier wirklich alles am Laufen. Ne? Wir machen es sauber und freuen uns, dass wir ein bisschen einen sauberen Laden haben und so weiter und so fort. Dann kommen die hier rein wie die Assis. Unglaublich, dass die sich nicht mal die Füße abtreten können. Ne? Hier ist so ein Teppich. Ist doch kein Problem. Aber nein. Schaffen wir mal den Müll weg.
Wie wäre es denn, wenn wir uns noch eine Angestellte holen? Ach, das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Bevor die Karre hochgeht. Drücke T für weitere Infos. Ja, Schlossknacken, das weiß ich schon. Alles gut. Drücke T zum Schließen. Warum ist das jetzt doppelt vorhanden? Gut, egal. Was hätten wir denn hier? Also, Reifendefekt. Wir bräuchten auf jeden Fall zwei Reifen. Wir haben nur noch vier. Wir müssen nachbestellen. Wir müssen auf jeden Fall nachbestellen. Und so wie es aussieht, ist hier irgendwas verkratzt? Ja, hier ist auch was verkratzt, wie es aussieht. Okay, dann sehen wir mal. Auch mit dem Teil. Dann holen wir uns mal gleich mal einen Reif. Und dann werden wir uns gleich mal austauschen hier vorne. Wie wäre es denn, wenn wir den Angestellten für die Werkstatt holen? Was haltet ihr denn davon? Also, ich denke schon, dass das... Ja. So, das war zumindest mal Nummer 1. Komm mal her, mein Freund. Manchmal sind die Reifen hier ein bisschen verbuggt. Schade. So, dann, was hätten wir denn noch? Letzter Entfernungsstand. Aha, okay. Spiegel. Spiegel ist defekt. Einfach mal wieder eingebaut. Was hätten wir denn hier vorne noch? Nix. Schaut mal. Alles gut. Was wäre noch? Noch ein Reif. Gut. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal... Wir haben hier noch 8. Ach, genial. Da brauchen wir tatsächlich erstmal nichts nachbestellen. Schließe alle Ziele ab, um die Tankstelle aufrüsten zu können. Erziele perfekte Ergebnisse, indem du Kunden bedienst, um Trinkgeld zu erhalten und die Popularität, deine Popularität zu steigern. Okay, alles klar. 13 Kunden bedienen, 2 reparieren, 40 Trinkgeld erhalten. 40 Mal. Wo war jetzt der Reif? So. Hatte ich da hinten eine Angestellte gesehen? Nee, das war... So, jetzt gucken wir mal nach den hiesigen Spritvorräten. So, hier können wir zumindest mal, jetzt gucken wir erst einmal, was das für eine nette Dame ist hier. Guck mal, kümmern wir uns doch erst einmal um die wichtigen Dinge hier beim Gas Station Simulator, oder? Hallo, hübsche Schnecke, wie sieht's aus? Also ich sag mal, bei wirklich, ja gut, relativ wohlgescheut, ich sag mal bei so 32 Grad im Schatten. Rennst du hier rum mit einer Jogginghose? Sport, das ist ja... Die ist sauer. Die ist sauer, weil wir sie nicht bedient haben. Das ist nicht wahr. Nee. Das ist die erste, die fortgefahren ist. Ja, die hat was... Ja. Ja, gerne. Hi. Grüß dich. Ja, genau. Ja, ja, baut doch an meiner Tankstelle. Macht's doch hin. Unglaublich. Jawohl, 15 Kohlen gekriegt. Okay, hier gibt es mal nichts. Ich würde mal sagen, wir müssen auf jeden Fall mal reingehen und sollten mal schauen, dass wir die Waren wieder auffüllen, oder? Wir haben 8% von Level 5. Hm. Gibt kein Eis, ja. Ach, hier gibt es gar kein Eis mehr. Boah, das müssen wir nachbestellen. Boah, das müssen wir echt nachbestellen. Unglaublich. Keine Produkte mehr. Zeitung. Etwa jeweils noch ein paar, oder? Ja, da liegen auf jeden Fall noch ein paar rum. Ja, das werden wir machen. Das wäre auf jeden Fall. Schaut mal. Wir bräuchten mal Snacks. Wir bräuchten auf jeden Fall ein paar Snacks. Das wäre schon mal ein Plan. Und vielleicht ein bisschen Softdrinks. Wobei ich erst einmal sage, ein paar Snacks wären schon mal gut, ne? Jupp. Dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen was bestellen. Bezahlen wir erstmal, ne? Prämie zahlen? Warum? Vielleicht bedient sie dann besser. Kann das sein? Ja gut, dann schauen wir mal. So, dann schauen wir mal die Bestellung an. Ne? Also. Upgrades. Tankstelle Level 3. Hätten wir jetzt geschafft.
Tankstelle Level 4. Da bräuchten wir alles auf Level 3. Alles. Und auch die eine Autowäsche. Schaut euch das bitte an. Das geht jetzt bis Level 5. Lager, Autowäsche, Werkstatt. Alles Level 5. Also da stehen uns auf jeden Fall noch ein paar schöne Stunden bevor. Vakuum. Dekorationen, beweglich, Sehenswürdigkeiten und interaktiv. Was gibt's denn hier? Ich glaube das gar nicht. Schaut mal, da kann man ein Basketballfeld bauen. Ah, das ist nur das freischaltbar. Okay. Gibt es einen Basketballplatz? So wie es aussieht, ist das auf unserem Parkplatz, oder? Das ist ja mega. Das ist ja richtig geil. Das sind so Freizeitaktivitäten, oder? Gut. Wiederherstellen. Kann man das wiederherstellen? Car Wash. Man kann das jetzt wiederherstellen. Schaut mal. Okay, jetzt würde ich aber noch Folgendes machen, bevor das hier jetzt weitergeht. Anforderungen. Das Level der Tankstelle ist zu niedrig für diese Aufrüstung. Wieso das Level der Tankstelle? Ein höherer Level der Tankstelle ist notwendig. Hä? Schließe weitere Ziele ab, um die Tankstelle zu verbessern. Alles klar. So, jetzt schauen wir mal. Kraftstoff übrig, 230 Liter, das passt. Popularität passt auch. Kraftstoffausgaben verdient, wow. Gut, egal. Gucken wir mal auf Lieferung. Jetzt gucken wir mal. Also Kraftstoffvorrat brauchen wir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Produkte. Dann gucken wir mal. Erfrischungsdrink, Snacks. Auf jeden Fall. Holen wir uns. Popcorn, Baileys. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das sind aber 30 Stück. Das sind 35. Das sind wieder 30. Ich schätze mal 47, 50. Das sind ja wieder 200 knapp. Autopflegezeitung hätten wir. Wir könnten direkt Autopflege könnten wir nehmen. Und ich würde gerne noch Eiscreme. Eiscreme geht natürlich immer. Das nehmen wir mit. Das auch. Oh, das kostet wieder richtig Geld, ne? Gut. Wie viel hätten wir denn jetzt? Lager für 3,21. Das passt. Passt. Sehr schön. Wenn ich jetzt noch das Warenhaus... Ah, okay. Das geht nicht. Gut, das ist kein Problem. So. Macht ihr jetzt die Überstunden oder wie sieht's aus? Jawohl, macht sie. Aber wir haben trotzdem nur 8%. Meine Lieben, ich glaube, wir müssen es selber bedienen. Kann das sein? Ja. Also wenn wir an der Kasse ein bisschen was rufmäßig machen wollen, weil 8% für Level 5 ist natürlich nicht so toll, dann müssen wir es selber machen. Just as I wanted. Sehr schön. Jetzt müssen wir wieder mal den Besen schwingen. Das, wie die Lumpen hier hin. Also, ey, wenn die sich zu Hause genauso benehmen, dann gute Nacht im Breier. Ganz ehrlich. So, wie sieht's denn aus? Hätten wir fast wieder Vordermann gebracht. Wo hätten wir denn noch? Hier. Da noch ein bisschen was? Jetzt sieht es aber wieder relativ gut aus, oder? Ja. Ja, passt. Okay, alles klar. Wir sollen es ja nicht übertreiben, aber ein bisschen sauber halten geht auf jeden Fall immer. Ne? Da kommt die Lieferung. Ich sag mal, wir gehen auf jeden Fall mal schnell rüber. Schauen, dass wir die Lieferung gleich annehmen. Ist ja ganz, ganz wichtig. Ja, komm mal auf das Brett. Das sollten wir auch mal alles entsorgen. Ne? So, moin. Das sind zwei Pakete. Das sind drei Pakete, mein Lieben. Ja, wir haben echt viel bestellt. Ne? Wir haben das ganze Lager voll bestellt. That'll do. Okay, das bleibt jetzt so. Ist okay. Ist okay, kein Thema. So, da würde ich mal sagen, es geht jetzt so Richtung Nachmittag, hä? Wird Zeit, mal wieder ein paar Autos auszuräumen. Der hat doch einen Kofferraum vorne, oder? So ein Auto kann keinen Kofferraum hinten haben, weil das geht eigentlich nicht. Schaut euch nur das Auto an. Unglaublich. Der hat gar keinen. Da haben sie am Kofferraum gespart. Da dafür eine Ladefläche. Hm. Das ist auch wieder nicht. Wieso? Wieso denn? Na gut, alles klar. So,
So, der macht auf jeden Fall wieder fort. Das ist kein Thema. Vielleicht haben wir Glück und es kommt wieder. Ja, nein. Hat nur gebremst. Gut, sehen wir zu, dass wir hier das mit Sprit versuchen. Moment. Geht das gar nicht? Boah, am äußersten, ne? Am äußersten Zipfel. Good job. Wow, perfekt. Du hast Trinkgeld erhalten. Sehr schön erhalten. Das Trinkgeld 7 von 40. Also da müssen wir auf jeden Fall ein ganz, ganz schönes Stück dafür farmen. Beziehungsweise müssen wir auf jeden Fall ein ganz, ganz schönes Stück hier perfekt abrechnen. Ich wollte gerade sagen, dann ich sollte mal eine Pause einlegen, oder? Kunde an Kasse. Das hätten wir ja jetzt, ne? Oh ja. Oh ja, jetzt gibt's wieder. Jetzt gibt's wieder. Schaut mal, hier gibt's wieder jede Menge Zeug. Wir hätten noch ein bisschen Zitrinken holen sollen, oder? Na, no, macht nichts. Dafür knallen wir mal ein bisschen Alk mit rein. Zigaretten haben wir nimmer. Dafür haben wir jetzt Eis. Wir haben was rausgekommen. Egal. 15, 24, 15. Was war denn das, was sie vor uns haben wollten? Ich glaube Fruity, ne? Fruity wollte die haben, oder? So. Passt auf jeden Fall. Was ist mit dir, mein Freund? Bezahlen wir halt mal, ne? Schaut mal, die Motivation steigt wieder ein bisschen. Kunde an Werkstatt, Kunde an Kraftstoff. Da gehen wir mal ganz schnell raus, mein Lieben. Da gehen wir mal ganz schnell raus. Was zum Geier hat... Was? Oh, da kommt die Polizei. Was zum Geier hast denn du an? Schaut euch das an, bitte. Sensationell. Na, das sensational feeling. Schaut euch das an. Top the line job there. Und wieder Trinkgeld erhalten. Dankeschön. 8,40 passt. So. Die Polizei geht hier rein. Und ich kümmere mich mal ums Polizeiauto. Einsteiger. Am Polizeiauto. Ist doch ernst. Und wieder so ein schönes Auto, wo der Kofferraum wieder vorne ist. Komm, verschwind. Mischt rein hier. Wir generieren im Prinzip Umsatz oder wir generieren im Prinzip Kohle, indem wir hier von unseren Kunden die Kofferräume ausräumen. Normalerweise sollte dann vielleicht mal, vielleicht wird es dann in ein oder späteren Updates mal eingeführt, dass wir dann, also wenn der halt wenigstens daneben steht, dass der halt dann sauer wird oder so. Wäre mal cool. So, an der Kasse steht die... Oh. Ich glaube, die sind wieder weggefahren, oder? Die von der Werkstatt, kann das sein? Sehr schön. Was liegt denn hier? Schaut mal, hier liegt wieder irgendwas rum. Wieso? Wieso muss da immer hier irgendwas rumliegen? Ich verstehe das nicht. Die benehmen sich wie zu Hause. Und was zum Geier hast du von Schlips an, ey? Schaut mal, wie die Lemminge. So. Kunde an Kraftstoff, Kunde an Kasse. Thanks. So. Ja, die stehen immer noch dort. Wie wäre es denn, wenn wir zu der guten Dame sagen, die soll mal Pause machen? Was haltet ihr denn davon? Gehen wir mal zu... Charlotte ist... Och Gott, Aufgabenliste. Leg mal eine Pause ein. So, dann kümmern wir uns mal selber drum. Erstmal das Band wieder putzen. Hier muss man sich echt konzentrieren, aber dafür gibt es dann richtig geiles Trinkgeld. Der Hocker stört hier ein bisschen. Der Hocker stört hier echt. Snacks, was zu trinken, Snacks, wieder zu trinken. Also die ist aufs Ganze gegangen. Also die gute Frau, na gut, du kannst gebrauchen. Geh bitte, also du hast einen viel zu tiefen Ausschnitt. Krieg ich wieder einen Strike. So, die Polizei hat nur Durst. Jawohl. Kein Problem, alles gut. Verschwind.
So, ich denke mal, es kommt noch ein neuer Kunde an die Zapfsäule. Den werden wir hier gleich, empfangen. Zwar werden wir es nochmal davor schnell in den, Kofferraum reingucken. Gucken wir mal, was uns so Schönes drin hat. Was Spannendes, was zum Spielen. Und $6,45. Nice. Kein Problem. War aber knapp. Wir haben kein Trinkgeld bekommen. So, die sind weggefahren. Der auch. Der wurde auf jeden Fall schnell bedient. Das ist schon mal richtig gut. Wir könnten hier zur Not aber noch eine zweite Zapfsäule könnten wir hinstellen. Wie sieht denn das jetzt aus mit Angestellten? Angestellte. Statistik anzeigen. Oh, schaut mal. Cash Register Level 6. Das ist richtig gut. Okay, geil. Aufgabenliste, bla bla bla. Ja, die können wir dann wieder zuweisen, aber wie gibt es dann hier zum Beispiel denn den zweiten Angestellten? Angestelltenwohnmobil. Ein zweiter Wohnwagen, mehr Angestellte unterzubringen. Damit wird der erste Schritt zu einer kleinen Nachbarschaft geschaffen. Für 3,49 haben wir verkohlen. 6. Mein Lieben, ich würde auf jeden Fall mal vorschlagen, wir werden, oh, Kunde an Werkstatt, wir werden mal noch ungefähr, wir werden mal noch buckeln, bis wir so 1000 haben, okay? Kein Problem, sehr gerne. Hier kommt der nächste gleich an die Tankstelle. Werden wir gleich voll machen. Ja, komm, steig doch aus. Wir müssen auch noch schnell an die Dings ran. Have a nice day. Das war Trinkgeld. Schaut mal, 4 Dollar Trinkgeld. Moin, was hast denn du da? Oh, du willst bestimmt schnell weiter. Oh, ich sehe das, ich sehe das, ich sehe das. Ich bediene dich gleich. Ich bediene dich gleich richtig. So. So, Lady, was soll ich noch machen? Deinen Ölstand überprüfen? So, was hast du noch auf dem Herzen? Vorne Motorhaube öffnen. Alles klar. Probleme? Nein. Es war aber klar, dass wir hier noch einen Reifen brauchen. Wie gesagt, du kannst es auch gerne nochmal überlegen. Ich schaue mir sehr gerne deinen Ölstand an. So. Was hätten wir noch? Tür kaputt. Gott. Gott. Brauchen wir auf jeden Fall mal einen Lackstift. Und wir bräuchten noch einen Spiegel. Das müssen wir auf jeden Fall mal nachbestellen, ne? Gut. Hätten wir hier irgendwas? Wir haben keine Produkte mehr. Wir müssen Spiegel bestellen und wir müssen auch... Jawohl. Lieferung für Autoteile. Kratzerentferner. Da machen wir halt keinen Umsatz, ne? Und Autospiegel machen wir auch keinen Umsatz. Da machen wir wieder welchen. Können wir das noch? 2,93 bis 3,50. Auf jeden Fall, das wären 7. Holen wir uns mal jeweils noch 3, ne? Öl hätten wir 2 zu 17. Ja, passt schon. Okay. So, dann kommt dann das Auto auch wieder. Hier bräuchten wir noch einen Spiegel. Ich glaube, den bräuchten wir drüben, ne? Genau. Oh, schaut mal, wie kaputt der ist. Ja, da damit. Das ist nicht mehr straßenverkehrsordnungszulässig. Und hier fehlt der Tankdeckel. Es fehlt hier der Tankdeckel. Was hast du mit deinem Tankdeckel gemacht? Geil. Ich hab dich jetzt nicht so... Doch, ich hab dich hier so rausfahren lassen. Ja, aber ganz ehrlich, mein Lieben. Also, was macht die mit dem Tankdeckel? Was hat die denn mit dem Tankdeckel gemacht? Beim letzten Tanken abgerissen, oder? So, zwei Leute schon wieder am Stopp. Da kommt die Polizei. Hier, zack, erstmal getankt. Trinkgeld 4 Dollar, geil. Und 13%, das ist, macht schon was aus. Also wenn wir selber bedienen und tanken und so weiter und so fort, macht das auf jeden Fall was aus. Pretty much what I ask for. Wow. War eine gute Kombo. War echt eine gute Kombo. Was hast du hier auf dem Herzen? Kein Thema. So, jetzt schauen wir mal.
Lieferung. Wie sieht es denn aus mit Kraftstoffvorrat? Hätten wir noch 142 Schlitze, 350. Machen wir mal einen Huni, klar, oder? Für $200, 100 Liter. Okay. Und jetzt steht noch die Polizei steht noch hier. Ist da? Kann man erstmal nicht das Lager abfertigen, sondern muss man erstmal schnell die Polizei bedienen. Great job. Das ist schön, ne? Alles gut, oder? Ja, wir kommen ja. Der fährt zum Glück dran vorbei. Ja. Ihr seht's, jede Menge Stress. Ihr seht's, Bestellung, das, dort, dies, jenes, das Brett wieder aufmachen, dann heben wir die Kiste ab. Zack, du darfst wieder rausfahren, verschwind. Hier kommt dann die nächste Lieferung gefahren. Und zwar die Lieferung für unseren Kraftstoff. Polizei macht weg. Bei der Polizei gibt es irgendwie nie kaputte Autos, oder? Kann das sein? Au. Hi. Ach, du hättest doch warten können, Mensch. Ja, komm doch. Schaut euch mal diesen geilen alten Tankwagen bitte an. Schaut euch das bitte an. Wir räumen nochmal davor schnell was aus, okay? Wir räumen nochmal ganz kurz bitte. Aber es glaubt doch nicht, wir hatten schon den richtigen Riecher, ne? Wir hatten schon den richtigen Riecher. Durchschnittlich. So kann man auch sein Geld verdienen, oder? So, der macht wahrscheinlich gerade das Ding fertig, wollte es gerade sagen. Der wird den Schlauch dranhängen. Gut. Los geht's. Wird geliefert. Okay, so schön programmiert ist es nicht. War beim letzten Mal sah das irgendwie schöner aus, oder? Hier sieht es gut aus, aber von hinten irgendwie schade. Thanks. Sollten sie vielleicht mal noch ein bisschen anpassen. Werkstatt ist jemand, der Polizist ist hier drin. Wahnsinn, meine Lieben, es gibt hier noch jede Menge zu tun. Die lesen Zeitung. Ich hoffe mal nicht während der Arbeitszeit. Nein! You botched it. Ja, verschwind. Ich habe gequatscht. Da muss man sich echt konzentrieren hier. Weil ihr das was perfekt aufnimmt, ne? Über die Kasse zieht und so weiter und so fort. Das ist nicht so einfach, wie man es hier... Schaut euch diesen kleinen Tankstutzen an. Habt ihr das gesehen? Have a nice day. Dankeschön. Erhaltenes Trinkgeld 20 von 40, meine Lieben. Drei Fahrzeuge repariert. So, das platzieren wir schon mal. Platzieren wir auch mal und die Spiegel machen wir auch mal voll. Sehr schön. Hi. Du hast Feierabend. So wie es aussieht, hast du Feierabend. Du hast Zeit. Mal gucken, was du auf dem Herzen hast. Reifendefekt. Kann dir auch gerne noch einen Ölwechsel verpassen. Ganz wichtig, immer über Kreuz. Kennt jeder, der schon bei Reifen gewechselt hat. Immer über Kreuz anziehen, meine Lieben. Abziehen ist nicht ganz so schlimm, aber es ranbauen. Immer über Kreuz. So, was hätten wir noch? Du bräuchtest noch vorne. Ölwechsel. Nein, Batterie ist gut. Kühlflüssigkeit auch, alles schick. Spiegel. Ist gut. Spiegel kommt. Oh, das. Oh. Ja, ist auch nicht mehr Straßenverkehrszulassungsordnungswidrig, beziehungsweise zulässig. Da müssen wir auf jeden Fall was tun. Du bist fertig, du darfst wieder fahren. Das ist schon, naja. Könnte mal einer diese Werkstatt aufräumen, oder? Gerade diese kleinen Stifte und so weiter und so fort, das... Ich fände es schon mal toll. Wer hat denn was... Ey, wie die Lumpen. Manchmal, ne, wie... Hier, schaut euch das an. Ein Fisch. Ey, wirklich ein Fisch, ist nicht euer Ernst. Hier draußen wartet jemand. Hui. Okay, das ist ein schönes Auto. Irgendwie sitzt die Tür nicht mehr so ganz stimmig. Schaut mal. Also die, sag mal, die Linien sehen nicht so toll aus, aber gut.
Ja, so dein Einfüllstutzen. Dankeschön. Du darfst noch einsteigen. Davor räume ich dich noch aus. Wir haben sie nicht ausgeräumt. Wir haben es nicht geschafft. Hey. Entspann dich. Abgeschlossen, Einsteiger. Ich liebe das. Also irgendwie unser Hauptjob geworden, oder? In der letzten Zeit. Einfach mal ausräumen, was so auf dem Parkplatz steht. Oh, abgeschlossen, Meister. Jetzt wird es wieder lustig. Okay, nach links, keine Chance. Wie? Ah! Oh! Wir brauchen mal wieder einen Dietrich. Da müssen wir uns mal wieder einen Dietrich kaufen, oder? Also sehr schön, meine Lieben. Ihr seht, es gibt jede Menge zu tun. Zurzeit hätten wir 16% fürs Level 5, oder beziehungsweise im Level 5. Ich sag mal, wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, werden wir uns noch einen Angestellten holen. Das ist mal Fakt. Bei Unangestellten geht hier mittlerweile nichts mehr, ne? Wer hat denn hier diese Flasche fallen gelassen, Welcher? Tut mir leid, wenn ich sage, welcher Idiot. Komme ich hier in die Tankstelle rein, wisst ihr? Wir halten es sauber, wir tun, wir machen, wir putzen, wir wienern, wir bestellen. Wir kriegen hier alles, was wir wollen. Da haben wir noch Zeitung raus, da haben wir noch Zigaretten raus und so weiter und so fort. Naja, aber wenn wir nicht fürs Rauchen sind, aber gut, sollen sie doch rauchen, ist doch kein Problem. Und dann, wie die Lump. Awesome. Sehr gut, nächster, verschwind. Komm, keine Zeit. Wir haben nämlich auch wieder jemanden in der Werkstatt drin. Aber den werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall bedienen, mein Lieben. So. $5 Trinkgeld. Dankeschön. Die verziehen sich langsam. Wir könnten aber auch draußen mal schauen. Wie warten das mit den... Wie warten das mit diesen Parkplätzen? Mehr Info? Nee. War das unter Einrichtung? Wisst ihr das noch? Sonstige. Hier, Parking Slots. Hier, Parkplatz. Für 3,99 €. Kaufen wir uns auf jeden Fall ein. Ach, der Bereich muss auf jeden Fall... Ah, okay. Der Bereich muss erstmal mit einem Bagger gereinigt werden. Okay, alles klar. Das heißt, den müssen wir mit dem Bagger aufnehmen und den Sand müssen wir dann... Geil. Okay, meine Lieben, da freue ich mich riesig drauf, weil in der nächsten Folge gehen wir Bagger fahren. Wir gehen Bagger fahren. Freue ich mich drauf. Okay, meine Lieben, dann vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, diese Putzaktionen hier in meiner Tankstelle, dann würde ich mich ganz, ganz herzlich und ganz, ganz mega freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge Gas Station Simulator hier wieder mit dabei seid bei unserem kleinen Projekt mitten in der Wüste. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Meine Lieben, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.